Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Aufstieg. Okay, Booker, kannst ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 10.000 Fuß. Halleluja. Was? Ja, ja. Zu Hause ist schöner. Hm? Oh. Father Comstock, our prophet, unser Prophet. Ist die Musik gerade... War das nicht eine ganz langsame Version von irgendeinem amerikanischen Volkslied? Why would he send his savior unto us, if we will not raise a finger for our own salvation? And though we deserve not this mercy, he has led us to his new Eden. A last chance for redemption. Ja, also das Thema ist klar. Ein Erlöser und eine neue Chance, Erlösung zu erhalten. Natürlich nur, wenn man nach den Regeln spielt, nehme ich an. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Und der Prophet soll... Volk zum neuen Eden führen. Das Lied, schönes Lied. So. Finde einen Weg in die Stadt. Also, ich fand, das sah so aus, als wenn wir schon ziemlich drin sind. Drücke N, um Hilfe bei der Navigation zu deinem aktuellen Ziel zu halten. Ah ja. Na, dann gehen wir doch mal da lang. Oh. Ja, ich weiß nicht, also so schön das ganze Spiel auch ist und so Licht und so, ist schon krass. Das Wasser, es ist... Seht ihr da diese Kante und dann hier unten dieses... Ich behaupte mal, das war schon bei Bioshock 1 ungefähr die Qualität. Aber trotzdem auch das, wie sich das reflektiert hier an den Wänden. Ist schon Schmuck. Aha, wie das Licht da durchscheint. Das ist... Tja, dieser Prophet scheint ziemlich cool drauf zu sein. Engel mit Schwertern. Das ist auch immer sehr vertrauenserweckend. Darf man... Geld! Darum geht es doch in der Religion, wirklich. Oh. Dreck in der Luft? Kein Dreck in der Luft. Dreck in der Luft? Kein Dreck in der Luft. Ha. Ach ja, der Weihnachtsmann. The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. Die Saat des Propheten soll sich auf dem Thron niederlassen und in Flammen ergießen. Der Spross des Propheten. Danke, Booker. Ich kann lesen. Und soll die Berge der Menschen in Flammen eintauchen. Ja. Wenn man hier Schulausflüge macht, könnte man sich super auf die Hände setzen. So, die Schulklassen so. Versteht ihr? Kein Respekt. Und wer macht eigentlich das? Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen. In Spielen, in Filmen.
Welcher arme Sack muss eigentlich die ganzen Kerzen hier immer anzünden? Ich meine, gut, die halten vielleicht einen halben Tag oder so, aber dann sind die doch runtergebrannt. Da lebt wahrscheinlich eine ganze Industrie von, eine ganze Wachsindustrie davon, allein diese Statue hier anzuleuchten. Sehen, wie ich hier rauskomme. Das ist doch gerade so lustig. Ah. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Im Himmel kriegt man nasse Füße. Ich hab keine... Ah! Ich hab keine Füße! Auch wie sich das spiegelt. Ist schon... Ja, doch, doch. Kann man sagen, das Spiel... Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ah. Ist schon schick. And in my womb shall grow the seed of the prophet. Und in meinem Leib soll die Saat des Propheten heranwachsen. Confession. Erstmal Geld klauen, damit macht man sich Freunde. Verschiedene Schriftstücke. Irgendwie hört sich für mich jedes Küchenlied wie Amazing Grace an. Ich glaube, es ist nicht Amazing Grace, weil sonst hätte ich diese Worte wohl schon mal gehört inzwischen. Es ist ein sehr langes Lied. So wie die griechische Nationalhymne, die, glaube ich, aus 40 Strophen besteht. So. Voxophon. Saxomophon. Oh. Drücke J, um das zuletzt erhaltene Voxophon abzuspielen. Abschriften von Voxophon kannst du im Spielmenü lesen. J. Er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Ja. Ich habe nur mit einem Ohr zugehört. Das ist... Vater, warum trägst du ein Kleid? Kriegst du ein Kleid? Ja. Irgendwie traue ich dir nicht. Links, rechts, links, rechts. Ich wünschte, ich könnte Gedanken lesen. Dö. Und bergab geht. Gladium. Ja, da hat jemand in Geschichte aufgepasst. Das ist ein Gladium. Römische Kurzschwertwaffe. Wobei, hat ein Gladium... Okay, genug Geschichte. Klavem. Okay. Wir spulen nochmal zurück. Gladium, lateinisch für Schwert. Klavem, Kavil. Lateinisch für Schlüssel. Schlüssel. Volumen. Papier. Nee, Pergament, Akte. Volume. Bücher heißt noch im Englischen Volume 1 and 2 and 3 und so. Naja. Ich kein. Jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unseren Propheten. Vater Comstock, wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen.
Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht, aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, aber nicht die Vox Populi vertrieben, es wäre genug gewesen. Ja, das hat man schon jetzt einiges mitgekriegt, was der Herr Prophet so alles gemacht hat. Prophet. This path of forgiveness is the only way to the city. Was? Mir muss vergeben werden, sonst komme ich nicht in die Stadt. Also, ja, die Stadt ist der Himmel und so, das haben wir schon verstanden, zumindest erst. Ich will gar nicht in diese Stadt. Schaut euch das mal an. Das ist ja, was ja total verstrahlt. Das ist ja. Und diese Klamotten, die die Leute an der Hand haben. Ich sehe schon, die 50% der Wirtschaft von Columbia, so heißt die Stadt nämlich, besteht aus Kerzenzüchtern und so, also Bienenzüchter und Kerzenhersteller und so. Imker und wie man das auch nennt, die Kerzen herstellen. Und die andere Hälfte, die Reinigungsindustrie. Ich meine, diese Klamotten, die bleiben ja nicht von sich so weiß. Andererseits, wenn man den ganzen Tag hier im Badewasser rumsteht, woher soll der Dreck denn kommen? So. Tritt in den Kreis. Das heißt, tritt in den Arsch. Na gut. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bin's hinter mich. Komm und werde geläutert. Halleluja! Hallo, Julia. Ja. Wenn's denn sein muss. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Hubert. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Ich bin sauber. Wenn du ein bisschen Waschmittel nehmen rein. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Klein und Tilden. Na, ich merk schon. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Ich liebe das ja immer, wenn Spiele so den Anschein erwecken, als wenn man eilig handeln muss. Aber in Wirklichkeit kann man sich alle Zeit der Welt lassen. Okay. Das scheint offensichtlich ein Flashback zu sein. Ich war scheinbar in der Armee. Wer auch immer Abzeichen lesen kann, möge dies jetzt tun. Und für immer schweigen. So, was haben wir denn hier? Ich sehe eine Marke. Was? Naja. Oh, ist das... Ach so, das bin ich. Ja. Ausweis, Marke, Waffe. Drinks. Raceform. Race. Oh, durchgestrichen. Scheine beim Pferderennen.
einige Verluste gehabt zu haben. Ich rauche. Ich bin ledig. Suche nach Gesellschaft. Mag Spaziergänge am Strand. Cigarettes. All Tobacco. Was auch sonst. Keine Zusätze. Finde ich gut. Noch mehr zu trinken. Ja, wer will denn auch in so einem... Oh. Hätte ich mir beinahe den Kopf weggesäbelt. Ah, er kann gar nicht aufstehen so lang. Finde ich gut. Also wenn ich schon so ein Büro habe, was so heruntergekommen ist, dann doch wenigstens mit ein bisschen Farbe. Das ist doch irgendwie deprimierend. Gehe ich an die Tür? Gehe ich an die Tür? Was steht an der Tür? Booker DeWitt. Investigations into matters? Into matters. Both? Achso, into matters both public and private. Ah ja, ich bin Privatdetektiv. So weit, so klar. Tja. Ich höre eine Spieluhr. Ich höre Kindergeschrei ganz leise im Hintergrund. Übrigens, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber offensichtlich sind meine Audiokanäle vertauscht. Jetzt gleich brummt es rechts. Und jetzt brummt es gleich links. Ja. Das Problem habe ich häufiger. Witzigerweise, in einigen Spielen ist es richtig, in anderen falsch. Ich werde es in der nächsten Aufnahme, werde ich die Kanäle vertauschen, so denn die Optionen mir das erlauben. Aber jetzt gehe ich mal hier ran. Ja. Warum ist meine Tür ein Fenster? Meine Tür ein Fenster.